hier zur Pressekonferenz begrüßen nach dem Spiel unserer Viktoria gegen Rot-Weiß Essen. Ich habe die beiden Trainer bei mir, nämlich einerseits zu meiner Rechten Carsten Meitzel, Trainer der von Rot-Weiß Essen, und Olaf Janssen, den Cheftrainer unserer Viktoria. Das Spiel endete vor 1131 Zuschauern mit 0:0. Ja, und dann möchte ich dann Herrn Meitzel bitten, ein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, kurz und knapp, den Punkt nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit hier in unserer Situation. Die Mannschaft hat die Dinge gut gemacht, die nichts damit zu tun haben, was Taktik, Technik, Talent zu tun hat, sondern sie hat sich reingeworfen, hat versucht, den Kasten hinten sauber zu halten. Das ist das, was an Basics da sein muss. Wir haben gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit über weite Strecken auch hinterhergelaufen sind. Und hatten da nicht den Zugriff drauf, den wir uns erhofft hatten. Haben trotzdem zwei richtig gute Torchancen gehabt. Einmal als Nico Lukas links durchgebrochen ist und den letzten Ball nicht genau spielt oder zu demjenigen spielt, der in dem Moment nicht die richtige Entscheidung war. Also das war schade, dann haben wir einen super Standard gehabt, der ins Lattenkreuz geht. Wissen aber auch, dass wir, wie gesagt, in der ersten Halbzeit minutenlang auch in den Phasen hinterhergelaufen sind und natürlich die Kölner auch ihre dicken Chancen hatten. In der zweiten Halbzeit hat sich dann durch die rote Karte natürlich etwas gedreht. Dann haben wir zumindest das zu Null gehalten und trotzdem hat man gemerkt, dass wir gewinnen wollten. Wir hatten zwei, drei richtig gute Sachen. Eine, wo Brögi abschließt, die andere als Platzo dann völlig lang zum Kopfball kommt, den leider nicht trifft. Deswegen ist es für mich so ein Spiel, auch dann in Überzahl, wo du einfach sagen musst, du kannst es gewinnen, aber du kannst es natürlich auch verlieren, weil Robin Meller heute in zwei, drei Situationen auch sensationell gehalten hat. Deswegen fahren wir mit dem Punkt nach Hause und sind einigermaßen zufrieden. Danke. Vielen Dank. Ja, Olaf, gewinnen wollten wir auch, oder? Überraschenderweise ja. Also von meiner Sicht natürlich ist das 0:0 sich nicht besonders gut an. Vom Ergebnis her, natürlich wussten wir, dass wir auf einen schweren Gegner treffen, der gerade nach dem Trainerwechsel und hier bei uns zu spielen alles reinwerfen wird. Darauf waren wir eingestellt, auch auf dem Team stehenden Gegner. Das fand ich in der ersten Halbzeit, wie wir das spielerisch gelöst haben, war das hervorragend. Das haben Sie gerade angesprochen. Wie wir da die Räume gefunden haben, obwohl wenig Platz da war, eine Vielzahl an Tormöglichkeiten, natürlich hatten. Die haben wir nicht genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir ja, eine 1-gegen-1-Situation direkt nach der Pause. Also das ist klar, wenn man dann natürlich die Situation nicht nutzt, dann muss man am Ende des Tages mit so einem Ergebnis leben. Dass wir das nach der roten Karte mit allem, was wir versucht haben, A zu verteidigen und B trotzdem versucht haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, glaube ich, hat jeder im Stadion gesehen. Und das habe ich eben auch der Mannschaft gesagt, dass ich das auch erwarte, dass jetzt nämlich richtig losgeht in diesen Endkampf. Jeder wusste, dass der brutal schwer wird, wir auch. Von der Einstellung her, kämpferisch, läuferisch, kann ich meiner Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Und das tut eben dann natürlich besonders weh, klar, wenn man alles investiert hat und belohnt sich dann nicht, sondern schenkt dem Gegner dann einen Punkt, indem man die Sachen dann liegen lässt. Tut weh, aber das gehört auch zum Sport, dann ist es so und dann nehmen wir diesen Punkt mit und werden wieder am Mittwoch neu angreifen und dann mit aller Macht versuchen, die drei Punkte dann mitzulassen. Danke. Danke, Olaf. Gibt es Fragen soweit? Anscheinend nicht. Dann bleibt mir nur noch übrig, von den anderen Spielen des Spieltags heute zu berichten. Dortmund 2 schlägt dezimierte Wiedenbrücker mit 4:1 und Düsseldorf 2 unterliegt zu Hause Wuppertal mit 1:3. Unsere Viktoria spielt am nächsten Mittwoch gegen eben jene genannte Wiedenbrücker zu Hause an 19:30 Uhr. Damit möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und gutes Gelingen wünsche bei den Essenern noch eine schöne Heimfahrt.